Hallo, ich grüße euch. Viele haben gesagt, na, warum macht dann der Knitsch keine Videos mehr? Haben sie den weggefangen? Ist er umgelegt worden? Na, sie haben schon ein paar Mal versucht, mich umzulegen. Das ist dann das erste Mal. Jetzt haben wir ja hier den Überfall gehabt auf den einen Politiker von der AfD. Ja, es wird der Reihe nach sicherlich noch mehr erwischen, weil die AfD einfach nicht begreift, dass dieses kriminelle, faschistische System, was hier am Werk ist, so tut, als wären sie die Antifaschisten, sind aber eigentlich Faschisten. Ein interessanter Artikel, der das mal sehr gut beleuchtet. Hier, das Vierte Reich. Ich kann das erkennen. Ja? Das Vierte Reich ist Realität geworden. Da geht es also um die EU. Man muss ja wissen, dass die angeblichen Rechten, also die sogenannten Nazis, dass da ja was nicht stimmt. Goebbels hat damals gesagt, wir möchten klarstellen, dass der Nationalsozialismus eine linke Bewegung ist. Nichts ist uns verhasster als das rechte Besitzbürgertum. So, und dieser Spruch wird komischerweise bei aller Hetze gegen den Nationalsozialismus in der Öffentlichkeit komplett verschwiegen, weil nämlich dann die ganze Lügerei der Bundeszentrale für politische Bildung auseinanderfliegt. Weil das, was hier durch das Regime Merkel installiert worden ist, eben genau die Fortsetzung dieses faschistischen Systems ist. Faschismus hat ja Mussolini definiert, ist eine Verbindung zwischen dem Kapital, also den internationalen kriminellen Bankern und der Industrie. Das ist Faschismus. Hat mit Politik eigentlich in dem Sinne gar nichts zu tun. Faschismus kommt von Fasces, also sozusagen Rautenbündel. Es werden verschiedene schwache Strukturen gebündelt, um eine starke Struktur zu erreichen. Und das geht zurück bis auf die alten römischen Legionen. Und da wissen wir ja, dass die römischen Legionen von den Germanen geschlagen worden sind und dass hier kein Handelsrecht gilt, aber die Bundesrepublik Handelsrecht intern praktiziert. Und jeder, der nun versucht, mit Menschen-Personen-Diskussionen bzw. mit Handelsrecht und UCC rumzublubbern, braucht sich nicht wundern, wenn er weggefangen wird. Weil er damit im Prinzip den Schutzbereich des Deutschen Reichs verlässt, Quatsch, des deutschen Rechts verlässt und in das Deutsche Reich der Weimarer Republik kommt. Genau das, wo die Bundesrepublik eben auch ihre Hoheitsgebiete in Anführungsstrichen sieht. So, und das Lustige, was jetzt im Prinzip passiert ist, ist, dass wir einige Dinge herausgefunden haben, indem wir mal uns die 20er Jahre mal genauer angeschaut haben. Also das sind die Jahre, so ich sage mal so von 1918 bis 1943 so. Das sind die interessanten Zeiten, weil dort die Grundlagen für dieses momentan herrschende totalitäre Regime geschaffen worden ist. Und man braucht es nicht mutmaßen, dass es die Nazis waren. Nee, es waren die Sozialisten der 20er und 30er Jahre. Die haben im Prinzip den Faschismus vorbereitet und geschaffen. Und der sich natürlich dann heute ausprägt und wo dann immer gesagt wird, Kampf gegen rechts. Was ist denn der Kampf gegen rechts? Kampf gegen rechts wäre nach der offiziellen Definition der Kampf gegen den Staat. Also das heißt, dass die Antifa gegen die Polizei und gegen Politiker und was weiß ich angesetzt wird, sobald sie also diese faschistische Linie verlassen, ne, also das nicht weiter Unrecht gegen das Volk begehen, sondern irgendwo mal Recht schaffen, jemand, dann werden die auch verfolgt und dann wird denen mit Disziplinarmaßnahmen gedroht. Wir hatten jetzt den Fall, dass eine Polizistin die Manipulation der Polizeistatistik aufgedeckt hat und weil sie das gemacht hat, also die Polizei hat Statistik gefälscht, das ist auf Anweisung des bayerischen Innenministers Herrmann passiert. Er hat gesagt, es darf nicht passieren, dass die Statistik dadurch an die Öffentlichkeit kommt, dass so viel Migrantenstraftaten getan wird, sondern es wird sozusagen immer so schnell wie möglich den Leuten ein deutscher Pass gegeben, damit die ganzen Straftaten, die die begehen, die man auch nicht verhindern kann und die man auch nicht verhindern will, weil man will ja das zum Hassaufbau nutzen, sozusagen immer den Deutschen zur Last gelegt wird. Und das heißt, ja, die Deutschen sind genauso kriminell wie die anderen. Und sie hat also da gesehen, dass da einige Polizisten aus ihrer Dienstgruppe sozusagen angebliche Fahndungstreffer erzeugt haben und die waren nachweislich nicht da. Ne? Das ist schon mal interessant.
So, und weil sie das gesagt hat, dass das in Ordnung zu bringen ist, sie hat nicht gesagt, dass sie damit an die Öffentlichkeit will, aber dass es in Ordnung gebracht wird, da hat man sie sozusagen gemaßregelt, hat ein Disziplinarverfahren dran gemacht. Das Verwaltungsgericht Ansbach möchte jetzt momentan sie aus dem öffentlichen Dienst entfernen, weil sie die Wahrheit gesagt hat. Und ich finde, das hat einen richtigen Shitstorm verdient. Wozu haben wir denn unsere sozialen Netze? Dann bringt das doch mal diese Sauerei mal in die Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit hat das Recht, ungefälschte Statistiken zu haben. Und Innenminister hat nicht das Recht, die Statistiken zu manipulieren. Auch Münchner Polizeipräsident hat nicht das Recht zu gestatten, dass die Migranten mit Waffen in den Flüchtlingsheimen rummarschieren. Ja, dass sie die in die Rucksäcke behalten dürfen und dass sie auch nicht bestraft werden, wenn sie dabei erwischt werden. Das geht nicht. Das ist eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und da haben die Alliierten noch einzuschreiten. Und deswegen wollen wir das Ding auch gegenüber der Trump-Administration also anzeigen und die um Mithilfe bitten und die Bediensteten der Disziplinarbehörde bzw. auch die beteiligten Richter, Polizeipräsidenten und Innenminister zur Verantwortung ziehen, notfalls auch damit, dass sie aus dem öffentlichen Amt entfernt werden, weil das so nicht geht, weil das die Bevölkerung in Gefahr bringt und die öffentliche Sicherheit und die freiheitlich-demokratische Grundordnung in dem Sinne, wie wir es verstehen, dass nämlich Recht und Gesetz vollzogen wird und nicht Politik, nur untergraben wird. Und das können wir nicht zulassen. So, also, was ist denn hier eigentlich los? Wichtig ist da erstmal zu begreifen, wie hat dieser ganze Schlamassel angefangen. Angefangen hat es eigentlich mit Beginn des Ersten Weltkriegs, da wurde ja nur 10 oder 20 Jahre davor schon geplant. Es ist also nicht so, dass das spontan entstanden ist, sondern da wurde durch die Logen im Prinzip geplant. Und erstmals in Sarajevo mit dem Anschlag sozusagen die Initialzündung gegeben. Und dann haben die Logen von England und Frankreich versucht, den Krieg am Laufen zu halten und zu eskalieren, damit die Waffenindustrie also verdient. Das ist der Zweck. Es ging weder um den Kaiser, es ging weder um Hitler, auch in dem Zweiten Weltkrieg, ging nicht darum. Es ging darum, dass Waffen verkauft werden und dass die Monarchie in Europa zerschlagen wird. Das hat man in Russland gemacht, das hat man in Deutschland gemacht, das hat man in allen anderen südlichen Ländern, davon Österreich und Serbien, gab es überall Monarchien. Die hat man also abgeschafft und das war der Zweck. So, und wenn man eine Monarchie abschafft und dafür eine sogenannte Demokratie einsetzt, dann erzeugt man im Prinzip eine Regierungsform, in dem der Bodensatz, moralische und ethische und auch geistige Bodensatz im Prinzip in die Politik und in das Tagesgeschehen reinredet. Und dann passiert Misswirtschaft, dann passiert Korruption, dann passiert im Prinzip, dass die Regierung im Prinzip eine Gemeinschaft von Kriminellen ist und diese Kriminellen weitere Kriminelle anzieht. So, das hat dazu geführt, dass das organisierte Verbrechen ein fester Teil der Regierung geworden ist. Das ist nicht nur in Italien so, das ist überall so. So, und jetzt müssen wir doch mal weitergehen. Es ist rausgekommen, dass Ebert sich im Prinzip selbst ernannt hat zum damaligen Reichspräsidenten oder Reichskanzler und später ihm dann sozusagen Hindenburg gefolgt ist. Also kann man doch davon ausgehen, dass sowohl Ebert als auch Hindenburg nicht rechtmäßig ernannt worden sind, weil sie hätten das komplette Prozedere durchlaufen müssen, wie es die Verfassung vorsieht. So, und das heißt, die Einsetzung von diesen beiden Ebert und Hindenburg hätte nach Artikel 17 der Verfassung eine Ausfertigung und eine Unterschrift des Kaisers bedurft. Und da er ja am 28.10.1918 die Verfassungsänderung nicht ausfertigen wollte, weil sie im Prinzip die verfassungsmäßige Ordnung untergräbt, haben die einfach weitergemacht und haben sich selbst ermächtigt. Und das hat dazu geführt, dass es eben zu dieser Entrechtung in der Weimarer Republik kam, dass auf einmal Gesetze außer Kraft gesetzt wurden und dass auch die Druckplatten für die Reichsbanknoten gestohlen worden sind und einfach vervielfältigt worden sind, also die Geldmenge ausgeweitet wurde. Und das ist ein typisches sozialistisches Verhalten. Also die Sozialisten wälzen die Politik ihres Versagens sozusagen immer aufs Volk ab. Und es gibt kein Beispiel in der Weltgeschichte, wo Sozialismus in irgendeiner Weise funktioniert hätte. Man sieht es in Venezuela, die jetzt vor kurzem eine Hyperinflation hingelegt haben. Und mir wird das auch in der EU sehen, dass es zu einer Hyperinflation kommt. Die kann jeden Tag kommen. Ihr müsst entschuldigen, ich habe leider ein bisschen Schnupfen. Ich möchte die Sendung aber trotzdem machen. Ich erkläre auch gleich warum. Entschuldigung.
müsste dann wahrscheinlich rausschneiden. Also ihr müsst damit rechnen, dass jetzt aufgrund der Witterung, ich will erkältet bin, dass es teilweise ein bisschen holprig ist, aber wir werden das heute schon hinkriegen. Also um nochmal zum Thema zurückzukommen, Ebert hat sich selbst ernannt, daraufhin ist ihm auch Hindenburg gefolgt und der hat Hitler ins Amt gehoben. So. Die Sozialisten waren die Wegbereiter des Nationalsozialismus, das kann man an der deutschen Geschichte sehen. Und die sich heute als grüne Partei verstehen, die waren damals in anderen Gruppierungen, unter anderem im Zentrum verortet, die haben im Prinzip das Zustandekommen begleitet und gefördert. Das muss man einfach so klar sagen. So, das heißt, wenn wir von Rechten überhaupt reden können, dann sind die Rechten im Prinzip den Kaiserlichen zuzuordnen. Das hat mit den Nazis gar nichts zu tun. Die Nazis hat ja, wie gesagt, ist erstmal schon eine falsche Begriffsbildung, weil es müsste, wenn es um Nationalsozialismus geht, ja nach so heißen. Und Nazi wäre also die Abkürzung von Nationalzionismus. Und das ist eigentlich auch das, was es ist. Denn wenn man sich die Verlautbarung vom Zionistischen Weltkongress genau ansieht, dann steht dort drin, dass sie darauf hinwirken werden, dass die Deutschen immer wieder auf den Nationalsozialismus reduziert waren. Also dass immer eine Gleichsetzung erfolgt, dass jeder Deutsche automatisch auch ein Nazi ist. Beziehungsweise auch jeder Deutsche, der das Recht und Gesetz gewahrt sehen will, automatisch zum Nazi wird. Und alles andere definiert sich als links. Ja, aber wenn der Nationalsozialismus eine linke Bewegung war und die sich auch selber so artikuliert haben und sich total abgegrenzt haben vom Rechten, dann fordert doch die Aktion gegen rechts, die Demontage unserer staatlich-demokratisch-freiheitlichen Ordnung. Ja? Also das gilt, was in den Gesetzen steht. Und die freiheitlich-demokratische Grundordnung wird zum Beispiel schon dadurch außer Kraft gesetzt, wenn sich ein Amtsgericht erlaubt, über die Entscheidung eines Landgerichts einfach hinwegzusetzen. Und zu sagen, wir haben eine eigene Deutungshoheit und wir machen das aber jetzt so. So, wir haben den aktuellen Fall jetzt von letzter Woche. Das gesamte Rechtssystem der Bundesrepublik ist komplett aus den Fugen geraten. Wir können sagen, dass wir im Prinzip seit Jahren einen Rechtsbankrott haben und das Volk nur deswegen stillhält, weil es meint, es wird sich schon einrenken. Das ist aber von der Politik und von denen, die im Bundestag sitzen, überhaupt nicht beabsichtigt, sondern es ist bezweckt, einen Hassaufbau am Volk durchzuführen, damit das Volk sich erhebt, aber eben unorganisiert sich erhebt und das man leicht niederschlagen kann. Und damit würden sie im Prinzip ihre Macht für alle Zeit oder für absehbare Zeit festigen und das ist das, was man bezeugt. Insofern ist also die Passivität vieler Deutschen für uns gut, erstmal gut, weil auch Trump gesagt hat, ihm wäre es lieber, es würde das System von allein zusammenhauen. Was meint er damit? Er hat ja die Möglichkeit, aufgrund seiner vielen USB-Sticks, die er von Putin gekriegt hat, über umfangreiches Wissen zu verfügen, was in dem Deep State an Verbrechen und an schlimmen Sachen sich angehäuft hat. Also ich darf bloß mal erinnern, es wurde eine Atombombe gestohlen, für die Verantwortung Obama trägt. So, die ist an sogenannte Länder der Achse des Bösen exportiert worden, und zwar offiziell. Das heißt, in Lagern entnommen worden und exportiert worden, illegal. Wir haben die Verdunklung bzw. die Behinderung der Aufklärung von 1109. Wobei inzwischen jetzt wohl Bush Senior zugegeben haben, dass in der offiziellen Darstellung von 1109 nichts stimmt und dass er die Schuld zu Cheney hingeschoben hat. Was da jetzt nur rauskommt, wissen wir nicht. Wir werden das erfahren. Trump hat wohl am 1. Januar die Militärtribunale beginnen lassen. Und er hat wohl jetzt 7 Gefängnisschiffe auf den Weg gebracht, die bei Guantanamo verschiedene Akteure des Deep State einsammeln sollen. Inwieweit das jetzt vorangeschritten ist, inwieweit Merkel und andere Verbrecher in der Bundesrepublik davon betroffen sein werden, werden wir sehen. Offiziell hat Merkel nach den Beschlüssen des Europäischen Gerichtshofs hier Recht gebrochen. Und zwar in so einer Größenordnung, dass es eben auch einige 100 Todesfälle gibt, wobei der
der Großteil, ich sage mal vielleicht das Zehnfache, verheimlicht worden ist. Die wurden einfach irgendwelchen anderen Ereignissen zugeschrieben, beziehungsweise wurde auch selbst bei einem Tötungsverbrechen davon ausgegangen, dass also keine Gewalteinwirkung passiert ist, und demzufolge wird dann die strafrechtliche Verfolgung unterdrückt, und das wird angewiesen, also das heißt, das wird angewiesen vom Justizministerium und vom Bundeskanzleramt. Das heißt, das Bundeskanzleramt beeinflusst das Justizministerium, das Justizministerium beeinflusst die Staatsanwälte, und dort wird das Verfahren eingestellt, so, sobald da ein Migrant ist. Also es ist ein Unterschied, ob ein Migrant eine Straftat begeht oder ein Deutscher, und insofern wird also die Strafverfolgung manipuliert und demzufolge auch die Statistik manipuliert. Das ist das, das ist ein Verbrechen. Ja. Und derjenige, der das anweist, ist sozusagen Teil des Verbrechens. So, und um diese Sache geht. Und jetzt ist es natürlich jetzt eine Frage, inwieweit ist es Einmischung in innere Angelegenheiten, wenn Trump sagt, das kann ich nicht zulassen, dass in Europa diese Zustände herrschen. Denn wir wissen ja, dass 1945 die Alliierten eine Verwaltung eingesetzt haben, die sie Staaten genannt haben. Und zwar, das ist illegal. Nach Haager Landkriegsordnung muss der Besatzer das Landrecht gewähren. Er darf nicht seine eigene Besatzungsmacht zum Staat deklarieren und dann davon die Staatsanwälte ableiten. Das geht nicht. Das ist international nicht zulässig. So, und da aber alle Welt Angst hat vor dem großen Militaristen USA, getraut sich der Kenner da aufzumucken. Der Fakt ist aber, wenn wir das laufen lassen und uns nicht wehren, wird es alles zusammenhauen. Die Europäische Union und die USA. Weil die USA auf Gedeih und Verderb von der Wirtschaftskraft von Deutschland abhängig sind. So, und der Einzige, der das ordentlich verstanden hat, weil er eben aus der Wirtschaft kommt und weil er verstanden hat, dass das alles miteinander verzahnt ist, ist eben Trump. Aber er muss es in der richtigen Reihenfolge machen. Und er hat ja auch gesagt, dass er zuerst in den USA aufräumen wird. So, und das ist ja momentan mit der Ernennung von Kavanaugh möglich. Wir werden sehen, inwieweit das durchschlägt. Fakt ist eins, dass viele immer wieder gesagt haben, ja, die Weimarer Reichsverfassung, die hat ja die kaiserliche Reichsverfassung außer Kraft gesetzt, und da war der Versailler Vertrag, der hätte ja angeblich den Friedensvertrag von Brest-Litovsk außer Kraft gesetzt. Das ist alles Käse. Wenn man sich überlegt, dass das Ausfertigungsdatum des DAG, das DAG ist ein Gesetz, was Schröder und dann Merkel auf den Weg gebracht haben. So. Und die haben behauptet, dass der Text, der im Stack steht, am 22.07.1913 auf der Bornholm verfasst worden wäre. Das würde also bedeuten, das Kanzleramt behauptet vor jeder Wahl, die sind mit der Zeitmaschine sozusagen zum Kaiser gereist, haben das ausfertigen lassen, sind zurückgereist und haben das dann im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Das ist die Lügerei, die sie uns erzählen. So, warum ist das so? Naja, die Bundesrepublik hat kein Ausfertigungsrecht, sonst würde es ja die deutsche Staatsangehörigkeit, also das heißt, das Staatsangehörigkeitsgesetz also frühestens auf den Termin setzen, wo die deutsche Staatsangehörigkeit entstanden ist, und die ist unter Hitler entstanden. So, das heißt, das Ausfertigungsdatum des bundesdeutschen Stacks müsste auf den 5.2.1934 liegen. So, und genau das haben die Alliierten nicht erlaubt, weil eben wegen dem Tillerson-Urteil alles, was nach dem 5.3.33, also ein Jahr zuvor, passiert ist, schon nicht mehr verfassungsgemäß zustande kam. So, das heißt, hat die Bundesrepublik kein Recht auf Ausfertigung der Gesetze, ist das, was nach dem 5.3.1933 passiert ist, nach der Sichtweise des Tillerson-Urteils, illegal. Das heißt, die deutsche Staatsangehörigkeit kann in keinem Fall irgendjemand haben. So, demzufolge ist das Europaparlament nicht verfassungsgemäß besetzt, zumindest von deutscher Seite aus. So, das heißt, wir könnten von Anfang an keine Europawahl machen, weil die Staatsangehörigkeit, die die Abgeordneten des Europaparlaments haben, nicht existiert. Und demzufolge waren die Beschlüsse zum ESM, zum Rettungsschirm, was weiß ich, alles hinfällig. So, der Einzige, der da jetzt Einspruch einlegen könnte, wäre der Ministerpräsident von Italien, Salvini, und er müsste einfach mal sich überlegen, wie kann denn die Bundesrepublik eine UN-Staatenimmunität erhalten haben. Das haben sie ja 2009 vom IGH behauptet, dass sie eine Staatenimmunität haben. Wir wissen aber aus den Unterlagen, die uns zugänglich gemacht worden sind, dass bereits in der Weimarer Republik es nur eine Treuhandgesellschaft gegeben hat. Und eine Treuhandgesellschaft ist nun mal eine Firma, eine gewerbliche private Vereinigung zur Verwaltung von Vermögen.
Und das hat mit dem Staat überhaupt nichts zu tun. Und demzufolge kann eine Treuhandgesellschaft vor der UN niemals als Staat auftreten. Das kann bestenfalls als Nichtregierungsorganisation auftreten. Und genau dann haben sie eben auch keine Staatenimmunität, sondern unterliegen der Gesetzgebung des jeweiligen Staates. So. Und wenn die der Gesetzgebung des jeweiligen Staates unterliegen, wäre das das Deutsche Kaiserreich, nicht das Reich von Hitler. Und in diesem Kontext gilt die kaiserliche Reichsverfassung von 1871. So, das ist der Punkt. Und wenn das gilt, gilt natürlich auch das Ausfertigungsrecht von Artikel 17 dieser Verfassung. So. Und das wurde eben nicht in die Weimarer Republik rübergerettet. Und aus diesem Grund kann die Bundesrepublik das Stack auch nicht am Stack das Ausfertigungsdatum nicht ändern. Das ist im Prinzip der Grund. So, wenn das jetzt so ist, dass zu dem Ausfertigungsdatum des Stack die kaiserliche Reichsverfassung gehört, dann wissen wir, dass die Weimarer Reichsverfassung die kaiserliche Reichsverfassung nicht aufgehoben haben kann. Denn sonst wäre das Ausfertigungsdatum der 5.2.34. So, wenn die kaiserliche Reichsverfassung nicht außer Kraft gesetzt worden ist, kann der Versailler Vertrag auch nicht gelten, wenn auch dieser ist ein Staatsvertrag und hätte nach Artikel 17 der Verfassung einer Ausfertigung bedurft, die nie passiert ist. Deshalb hat der Nationalsozialismus, die DDR und teilweise auch die Bundesrepublik Verpflichtungen aus dem Versailler Vertrag erfüllt, obwohl sie es hätten gar nicht gemusst. Das ist nämlich die interessante Sache. Und jetzt ist es, wenn dieses Abpressen der Abgaben mit Waffengewalt erzwungen worden ist, dann muss das rückabgewickelt werden. Da kann man sich vorstellen, wenn man den ganzen Versailler Vertrag rückabwickeln müsste, also Elsass-Lothringen müsste wieder zurück, die abgetrennten Gebiete von Polen müssten zurück und so weiter, dann wäre das der Initialzünder, dass es die ganze EU zusammenhaut. So. Und wenn also Salvini jetzt mit der EU einen Stress hat, braucht er einfach nur das Urteil anfechten 2009 vom IGH und mit seinen Anwälten nachweisen, dass die Bundesrepublik einen Prozessbetrug begangen hat, indem sie behauptet hatten, sie hätten eine UN-Immunität, die sie nachweislich nicht haben. Und genau in dem Moment fallen alle Urteile der Richter in der Bundesrepublik auf den Rücken. Und zwar angefangen 2 Jahre nach Ende der Kampfhandlung. Weil das Besatzungsstatut hätte bereits 1957 aufgehoben werden müssen, ist tatsächlich 1955 ein Ende der Kampfhandlung gewesen. Das heißt, 1957 hätte allerspätestens eine ordnungsgemäße Wahl stattfinden müssen. Ja, zwei Jahre hat ja der jeweilige Staat Zeit, um entsprechende Ausschreibungen und Wahlen zu machen und vorzubereiten. Und das hätte innerhalb der 2 Jahresfrist passieren müssen. Tatsächlich ist also 1956 irgendwann die erste Bundestagswahl gewesen. Und die haben aber im Prinzip schon mit einer geänderten Wahlordnung gewählt. Aber zunächst hätten sie erstmal das Parlament mit der ursprünglichen Wahlordnung, also mit der kaiserlichen Wahlordnung, einsetzen müssen. Und das haben die Alliierten verhindert. Sie haben also sozusagen ein ungültiges erstes Konstrukt erzeugt. So. Und das ist im Prinzip der Krebsschaden, der sich heute nicht mehr heilen lässt. Weil jetzt immer wieder jeder nachfolgende Bundestag im Prinzip auf die gefälschte Wahlgrundlage sich des ersten bezieht. So. Und das kann man nicht heilen. Und man sieht das auch sehr, dass das nicht funktioniert, weil viele immer kommen, ja, da steht auch im Artikel 116 drin, aufgrund andersweitischer Regelungen. Es steht nicht drin, aufgrund des Rustags, sondern anderweitischer Regelungen. Und die Bundesrepublik bezieht sich daraufhin auf die Klausel im Versailler Vertrag, dass auf die Einrede anderer Staaten Deutschland keinen Widerspruch erheben darf. Das ist die andersweitische Regelung. Und die bedeutet, dass es eben Migranten gibt, obwohl das nicht der verfassungsmäßigen Ordnung unterliegt. So, und an dieser Stelle müsste Salvini also ansetzen und sagen, die Deutschen, das Europaparlament ist von deutscher Seite aus nicht verfassungsgemäß besetzt und eine Staatenimmunität bestimmt nicht. Deswegen sind auch die ganzen Bestimmungen, die momentan jetzt gegen die italienische Regierung von der EU veranlasst wurden, illegal. So. Und wenn das durchgesetzt worden ist, wäre auch Merkel illegal im Amt, wären die ganzen Schwätzer im Bundestag illegal im Amt, müsste theoretisch die AfD auch ihren Status wieder in Wählervereinigung ändern, weil Parteien haben in der Gesetzgebung des Staates nichts zu melden. Die können zwar existieren, sind aber zu Wahlen nicht zugelassen. Denn erst in der Weimarer Republik sind die Parteien in der heutigen Form, wie wir sie kennen, zugelassen. Die gab es früher, aber im Kaiserreich war es eine reine Personenwahl.
Ja, die konnten sich zwar irgendwie organisieren, denn es gab auch Vorläufer der heutigen SPD, aber die Partei an sich, also diese Listen, das ist illegal. So, und demzufolge muss alles so weit rückabgewickelt werden, bis es das letzte Mal wieder korrekt lief. Und das war eben der 27.10.1918. Das kann man relativ genau datieren. Man kann das sogar auf die Sekunde genau datieren, weil eben völkerrechtlich der Tag immer mit 0 Uhr beginnt. Und wenn in das Lehnsrecht eingegriffen worden ist, mit Putsch oder mit Gewalt oder Waffenandrohung, was auch immer, dann gilt der Putsch immer von 0 Uhr an. Demzufolge ist die letzte Sekunde vom letzten Tag genau der Zeitpunkt, worauf man schließen könnte, dass da alles noch in Ordnung war. Und es ist auch so, es gibt keine Berichte, dass am 27.10. irgendwie ein Putsch stattgefunden hätte. Es gab eine Morddrohung, die ist noch vom 18.10.1918, aber gut, Morddrohungen kriegen Regierungsbeamte aktenordnerweise. Soweit bekannt wurde, hat wohl die Frau Merkel bis zu 1000 solcher Drohungen abgeheftet. Das ist gang und gäbe, wie es scheint. Eine einzelne wäre kein Grund zu sorgen, dass da schon eine Besatzung gegolten hat, aber am 28. ist definitiv eine Besatzung erfolgt. Und genau zu diesem Zeitpunkt muss eben vor dem Einwurf der Besatzung dieses Landrecht gewährt werden. Und das bleibt so lange, bis die verfassungsmäßige Ordnung wieder hergestellt ist. Und da interessiert es auch nicht, ob es jetzt eine EU gibt, ob da irgendwelche Putschisten meinen, eine Demokratie errichtet zu haben. Das gibt es nicht. Die gibt es auch in Österreich nicht. Wie jetzt gestern zu erfahren war, haben sie jetzt eine Hausdurchsuchung beim Walter Eichelburg von hockgeld.com gemacht, völlig rechtswidrig, so eine linksorientierte Staatsanwältin, also das heißt, eine Staatsanwältin, die die Interessen einer politischen Partei vertritt. Das ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Entweder ich bin Staatsanwalt, dann vertrete ich die Interessen des Staates, dann muss ich mich also an Recht und Gesetz der Verfassung halten, oder ich vertrete die Interessen einer Partei, dann kann ich aber nicht Staatsanwalt sein. So, und dementsprechend hat er also auch seinen Anwalt da eingeschaltet, dass die Sache beendet wird. Man muss mal sehen, was da rausgekommen ist, aber man kann jetzt wirklich auch sagen, dass auch Österreich kein freies Land ist. Die haben zwar gewisse Erleichterungen bezüglich des Besatzungsstatuts, aber die sind genauso unter Besatzung wie die Bundesrepublik. So, und deswegen können auch die Grenzen in dem Sinne nicht geschlossen werden, weil eben die Obama-Administration hier noch greift. Also das heißt, Obama hat in der Bundesrepublik immer irgendwie so noch eine Schattenregierung am Laufen. Und es gelingt erst, diesen Sumpf trocken zu legen, wenn Trump mit der Verhaftungswelle in den USA vorangekommen ist. Also das heißt mal, die ersten 1000 schlimmen Kinderporno-Betreiber da weggefangen hat. Und es scheint auch losgegangen zu sein. Ich habe Berichte reingekriegt, wonach die sogenannte Lolita Island wohl maßgenommen worden ist. Inwieweit wer daran beteiligt wird, kann man nur spekulieren. Ich vermute mal Special Forces. Und wenn das dort an der Stelle angefangen hat, sollte das relativ schnell gehen. So, und habt ihr nur, letzte Woche ist ja nur das Ding rausgekommen mit der Veröffentlichung von den vielen Adressen. Und da ist gesagt worden, es wären zwei Schüler gewesen, ne, die untereinander über Telegram hantiert worden. Also das hat im Prinzip in unserer Szene nur ein müdes Lächeln erzeugt, weil wir ja wissen, dass schon letztes Jahr Putin dem Trump einen Sack voll USB-Sticks übergeben hatte mit den ganzen Dokumenten, was zu 1109, zu Lolita Express, zu den ganzen Verstrickungen der Atombomben und also den Atom-Yuan-Wan-Skandal und so weiter, alles betroffen hatte. Wer daran beteiligt hat, wie der Schiffverkehr ausgesehen, also alles gerichtsverwertbare Beweise, damit eben auch die Aggression gegen die Außengrenzen von Russland endlich mal aufhört. Das heißt, dass jetzt Putin die Möglichkeit hat, über Trump die Aggression in der Ukraine runterzufahren. So. Weil es gibt natürlich schlechte Presse, wenn Putin jetzt in die Ukraine einmarschiert und diese faschistische Regierung einfach mal kalt stellt. Und natürlich auch die Hintermänner, die in der EU dahinter stehen. So. Er macht das also auf diese Art und Weise, finde ich clever. Einfacher wäre es gegangen, Putin hätte die Bundesrepublik, also an der ehemaligen DDR-Grenze, die deutsche Staatsangehörigkeit angemahnt oder entzogen. Also gesagt hat, dass DDR-Bürger, die am 17.07.1980 in der DDR gemeldet waren, die können die deutsche Staatsangehörigkeit nicht haben. Hätte er das gemacht, wären sämtliche EU-Beschlüsse seit 1990 hinfällig. Das ist eine ganz einfache Nummer. Er ist der Oberbefehlshaber der Besatzungsmacht Mitteldeutschland und östlich davon.
Er könnte es jederzeit machen. Die Frage ist, warum macht er es nicht? Das ist immer wieder die Frage. Und das müssen wir dann in einem späteren Video nochmal beleuchten, warum und wieso da eventuell Probleme gibt. Ich will jetzt erstmal die Sache beschließen. Ich wollte euch noch eine zweite Sache machen. Guckt euch mal diesen Artikel an von der TASS. Der ist vom 6. Januar. Da ist das Regierungsoberhaupt von Malaysia zu sehen. Und versucht das mal in Google zu übersetzen. Da kommt eine sehr seltsame Übersetzung raus, wo einiges nicht ganz stimmig ist. Aber wie gesagt, das ist Russisch. Vielleicht kann jemand, der Russisch besser kann, das nochmal nachwaschen. Und ich möchte nochmal auf einen interessanten Film hinweisen, der über die Feiertage kommt. Ich zeig's mal. Der nennt sich MDR Mediathek 6 Tage Eiszeit der Katastrophenwinter 78-79. Ist im Prinzip auch ein Grund, weshalb ich jetzt nochmal schnell das Video gemacht habe. Bitte bereitet euch vor, dass in den nächsten Tagen eine richtige Eiszeit hier reinzieht, die aufgrund der Wettermanipulation mit Chemtrails und Harp erzeugt werden soll. Man versucht momentan, nach meinen Informationen, den sogenannten Polarwirbel aufzulösen und nach Europa rüber zu schieben, um hier ein wirtschaftliches und politisches Chaos auszulösen. Also das heißt, man hat die Musels hier reingebracht und macht jetzt immer tief einen künstlichen Winter, um sozusagen eine erhebliche Aggression zu erzeugen, die hoffentlich als Auslöser des Bürgerkriegs dient, damit man hier Militärrecht vollziehen kann. Und das geschieht mit Hilfe der Regierung Merkel. Das heißt also, wenn es jetzt in dem kommenden Katastrophenwinter zu erheblichen Todesfällen kommt, dann ist das der Regierung Merkel und dem Deep State zuzurechnen. Ich möchte das bloß vorneweg sagen, damit ihr wisst, wie das einzuordnen ist. Guckt euch unbedingt dieses Ding an, versteht auch die gewissen Hinweise in den Dialogen. Hört euch die Dialoge an, hört ganz genau zu, was die sagen. Da wird was erzählt von, das hat sich angefühlt wie ein Krieg. Oder dass man Stoff dafür verantwortlich gemacht hat, dass die DDR marode war. Ja, wieso denn Stoff? Die ganze Struktur ist marode. Ja. Und wir werden feststellen, dass diesmal in der Bundesrepublik es zum Komplettversagen kommt und dass es hier nicht nur um 6 Tage geht, sondern vielleicht um 3 Wochen, die einen kompletten Blackout bewirkt bezüglich der Energieversorgung, weil wir haben ja im Prinzip 50-60% der Grundversorgung mit Elektroenergie ist der sogenannte Zappelstrom, der durch Windkraft und durch Solaranlagen erzeugt wird, also keine stabile Grundlast. Und im Falle so einer plötzlichen Eiszeit kann das ganz schnell passieren, dass wir einen richtigen Blackout kriegen, wo man überhaupt in kurzer Zeit das System nicht wieder hochfahren kann. Und was das bedeutet, dass diejenigen, die in einer Heizungsanlage sind, wo dann die Umweltpumpen nicht mehr funktionieren, Erfrierungen erleiden, riesen noch nicht absehbarer Schaden an der Elektro- und Wasserinstallation passiert, dass die Bundesrepublik auf den Stand von 1970 zurückwirft. So, und das steht uns in den nächsten Tagen bevor. Deswegen seht zu, dass ihr noch was zu essen einlagert, Kartoffeln, Getreide, was auch immer. Das, was im Prinzip so eine Krise ohne viel Aufwand überlebt. Und dann hoffen wir mal, dass wir den angeblich für 1. und 2. Dezember, also den vorgesehenen Treffen der Bausoldaten, das haben wir jetzt auf Anfang Mai verlegt. Da könnt ihr auf der Seite von kaiserrundfunk.com könnt ihr mal gucken. Wir haben das vorbereitet. Wir denken, dass wir ein sehr kaltes Frühjahr kriegen und dass wir frühestens im 1. April, Mai anfangen können, die Räume herzurichten, um das Treffen dann nachzuholen, was wir Anfang Dezember machen wollten. So, gut. Dann beschließe ich das Video erstmal. Ich mache eventuell dann die nächsten 1-2 Tage noch ein neues, aber ich kann die Videos nicht so lang machen, weil es sonst mit der Bearbeitung, mit dem Hochladen Probleme gibt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.